Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Den Bieroleros. Was haben wir denn heute? Was trinken wir denn heute? Was ist denn das? Ach, das war das Bier vom letzten Mal. Wölkstoff. Ja, da haben wir uns drin gedrückt. Könnt ihr euch mal anklicken? Genau. Oh, das hier oben verlinkt, einfach anklicken und dann könnt ihr euch das mal reinziehen hier. Das geile Zeug. Jetzt haben wir hier Lübzer Küstenhell seit 1877. Gesponsert vom Getränkeland Werneuchen. Ja, dann herzlichen Dank, Getränkeland. Ja, ja, vielen Dank. Abgesehen mal davon, geht man ja sowieso gerne einkaufen. Da ich immer gerne einkaufen im Getränkeland Werneuchen. Das auf jeden Fall. Nett, freundlich, zuvorkommt. Da gibt es auch immer Bier. Ja. Ja, Tatsache, da gibt es wirklich Bier. Ja. Ja, und immer mal wieder gute Angebote, ja, muss man dazu sagen. Ja, 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 ja. Ja, quasi Nummer eins, wenn man Bier braucht. In der Gegend hier. Was haben wir denn hier so? Lübzer Küstenhell. Also erstmal recht herzlichen Dank, wir werden uns das auf jeden Fall gönnen. Wir haben hier Zutaten, Wasser, Gerstenmalz und Hopfen und von der Mecklenburgischen Brauerei in Lübz. Das Bier hat 4,9% und was haben wir hier hinten zu stehen? Genieße den Moment mit dem nordisch milden, ausgewogenen Charakter eines Lübzer Küstenhell. Gebraut mit ausgewählten Rohstoffen und dem besonders klaren Wasser aus dem Tiefbrunnen in Lübz, im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns, Lübzer, das Leben ruft. Ja, mal gucken, ja, wollen wir mal anhören, ob das denn ruft. Auspacken oder wegpacken? Auspacken. Ja, gibt 4 Punkte. Ja. Also ja. Ich würde da vom Auspacken her, ist halt ein Lübzer, ne? Also da ist jetzt nichts wirklich Weltbewegendes, ich würde da 2 Punkte geben. Auch. Ja. Köpfe ein. Trink diesmal aus dem Glas. Was, du trinkst diesmal aus dem Glas? Na ja, kriegst du, okay. Thor's Hammer. Thor's nee, Hammer. Oder du nimmst den Fisch. Das ist ja ein Lübzer. Von der Küste, hey. Na, jetzt stellst du mich auch vor Probleme. Na gut, das nehmen wir mal. Das war's mit dem Video, wir müssen jetzt abbrechen. So. Mhm. Dann musst du dir das ja eingießen. Nee, ich hab da keine Ausbildung. Außerdem, ich zitter. Immer noch nicht. Ich zitter. Du zitterst, okay. Naja, vor dem ersten Schritt zitter ich immer so. Glück, Glück, Glück. Guck mal hier. Das hast du nicht gesehen. Das ist aber schön eingegossen. Mhm. Schöne Kohlensäure, schöne Farbe, klar, schöner Schaum. Eine Punktzahl, 4 Punkte. Ja. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Heiko direkt durst. Prost, Prost. Mhm. Oh. Oh. Ja, das riecht jetzt schon sehr mild, hä? Ja, ich finde, das riecht ganz schlecht. Okay. Ich habe hier eine leichte zitronige Säure. Ich habe hier ein leichtes Hopfen-Malz-Spiel, was aber sehr mild daherkommt. Also für so einen Lübzer ist das schon echt mild. Mhm. Du hast auf jeden Fall die Kohlensäure sehr präsent. Das macht einen recht runden Gesamteindruck. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist ja fast wie so ein Schankbier. Festbier, ja. Ja. Was sagst du dazu? Ich find's voll lecker. Ja. Sehe genauso. Mann. Ja, ne? Mann. Ja, ja. Schmeckt echt gut. Mhm. Hauptsache, das war nicht die letzte Flasche hier. Ja? Kann man schon mal 12 geben. Mhm.
Die hatte ich nämlich auch im Kopf gehabt, die Zahl. Das auf jeden Fall. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kommt da noch mehr oder? Also das ist schon. Ja, nimmst du eine 13. Naja, Special Points. Naja, also ich sag mal so, ich finde es schon interessant, dass Lübzer ein Hellet macht. Und vor allem in der Kombination. Also das finde ich schon gut. Speziell ist der Name ist Küstenhell. Ja. Die sich mit ausgedacht. Also das finde ich schon mal gut. Dafür verdient schon einen Spezialpunkt. Ansonsten ein Punkt. Jo. Deutsche Dreinheitsgebot? Ja. Oh, Uhr? Nein. Also, wir werden sehen. Beckenfaktor gibt es nicht. Nee. So, ein Witz zwischendurch. Ja, erzähl doch mal was. Hä? Weil das denn geklärt? Hast du schon erzählt, deinen Witz? Ach, hier. Ein älterer Ehemann findet im Bettkasten 3 Flaschen Bier und 1200 Euro in bar. Als er bei seiner Frau nachfragt, erklärt sie ihm: Mein Schatz, nach so vielen Ehejahren kann ich es dir ja endlich erzählen. Jedes Mal, wenn du fremdgegangen bist, habe ich eine Flasche Bier getrunken. Okay, denkt der Ehemann. 3-mal in 40 Jahren Ehe, das geht ja noch. Aber Schatz, was hat es denn mit den 1200 auf sich? Darauf die Frau: Das ist Pfandgeld. Alter, hat hier ordentlich getrunken. Alter, passt auf. Willst du vorher austrinken, bevor du den hörst? Wieso? Naja. Kann ich den Kind duschen? Mehr? Mhm. Kriegt man nicht vorstellen, schmeckt so gut. Soll ich dir noch erzählen, den Vampirwitz? Mach doch mal. Okay, also, 3 Vampire treffen sich in einer Bar. Einer kommt aus Deutschland, einer aus Russland und einer aus England. Der deutsche Vampir bestellt sich ein Bier mit einem Schuss Blut und der Russe einen Wodka mit einem Schuss Blut. Beide bekommen, was sie haben wollen. Dann bestellt sich der Engländer heißes Wasser. Die beiden anderen gucken sich ganz erstaunt an und fragen ihn, warum er kein Blut trinkt. Er holt ein gebrauchtes Tampon aus der Tasche und sagt: It's tea time. Oh Gott, ey. Schön, die Engländer. So, ich muss mal hier streichen. Die Segel? Nee. Die Witze. Ey, du, warum nicht? Also, wer so rüber trinkt, der kann auch mal einen Lübzer trinken. Ja, ich bin ja kein so rüber Trinker. Nicht mehr? Zieh mir mal hier den Dreck. Mhm. Gibt's da nicht. Okay, den Tasse, das ist immer ganz, ganz nett. Kleine Tasse. Also, ich habe keinen Uwe gefunden, ja. Gut, dann sind es 24 von 30 Punkten. Alter. Ganz knapp. Ein Goldbier. Eins von den wenigen seltenen Bieren, die wirklich die Goldmedaille verpasst bekommen. Oder den Pokal, wenn man es nimmt. Mhm. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben, welchen es nach diesem hervorragenden Hopfentrank dürstet. Yes, 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 yes. Sehr gut. Sehr schön. Super Lübzer. Sehr gute Kombination. Getränkeland, vielen Dank für diese feuchtfröhliche, soll man sagen, Erfahrung. Ne? Das ist ja auch ein bisschen pervers an. Auch. Ach, der Kopfkino aus, würde ich mal sagen. Ja. Also, ja. Trinken wir als nächstes? Auf jeden Fall. Ja, danke. Hat mich gefreut, dass wir in diesen Genuss kommen. Ne? Auf jeden Fall. Das war eine sehr, sehr gute Wahl. Auf jeden Fall. Und was trinkt man als nächstes? Also jetzt wird es schwierig. Also jetzt wird es wirklich schwierig. Okay, ich habe ja keine Lust mehr.
Ja. Nein. Ja. Schade. Nicht? Oder wir können doch nochmal tauschen. Bad Seifenstein. Was? Ja, was trinkt man als nächstes, Trikot? Wir trinken als nächstes Märzen Staffelberg Bräu. Mit Bergquellwasser gebraut. Lohfeld Bad Staffelstein. Ja, Gesundheit. Also unbedingt das nächste Video wieder dabei sein. Unbedingt den Kanal abonnieren und dann seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Da bin ich ja mal gespannt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja.